diesem Geräusch begrüße ich euch. Oh mein Gott. Zu Dead Space. Ich bin's, euer Tiber, alias Crankron. Und irgendwas stapft hier durch die Gegend und ich habe extrem Angst. Hilfe! Die Schritte sind zu laut. Da kommt es. Irgendwas steht da. Ich habe aber Angst. Oh mein Gott. So. Fuck, ich habe keine Muni mehr. So, irgendwie war da noch. Was krabbelt da noch durch die Gegend? Da. Lol, ist jetzt zwei Schüsse aus? Wir müssen jetzt zur Hände holen. Ich würde gerne mal ins Inventar schauen. Dort sehe ich, dass wir ein bisschen Plasma-Cutter-Munition haben, ein bisschen Impuls-Munition und sehr viel für die Laserkanone. Wir sind mal wieder arm dran. Aber lieber arm dran als arm ab. Oh mein Gott. So, hier pass auf. Den Schmarrn. Ja, können wir mal weghauen. Die Laserkanone setze ich so selten ein. Das ist eigentlich eine schwere Waffe. Ih, seit wann ist da so ein Glibber? Gedöns. Muss ich da jetzt rein? Oh, zum Glück. Hallo. Ich mag es nicht, wenn es so leise ist. Also eigentlich schon, weil ich meine, ich kämpfe, aber wiederum ist es auch blöd, weil man ständig in Erwartung ist, ne? Dass da was kommt. Okay. Wie es aussieht, gehen wir jetzt erstmal zurück zur Mondo-Station. Und wir haben einen Luftkanister freigeschaltet, den wir uns kaufen können im Shop, aber das brauchen wir eigentlich nicht. So, wir haben hier sehr viel Laserkanonenenergie. Das können wir in den Safe packen, das können wir in den Safe packen, das können wir in den Safe packen. Und vier Schuss lassen wir uns dann mal übrig. Impulsprojektile haben wir noch ein bisschen, naja, ist jetzt auch nicht so. Das war halt ein Geldschwimmen. Und wir haben 29.000 und wir brauchen 35.000 für einen neuen Anzug. Ach ja. Ich glaube, ich spiele einfach zu schlecht. Aber da ich auch wirklich nie Horrorspiele spiele, ist das doch noch ein bisschen zu verkraften. Wir haben ein großes Medipack, ein mittleres, noch ein mittleres. Ein Halbleiter Rubin, den können wir verkaufen. Da haben wir jetzt unsere 39.000, könnten uns den theoretisch leisten. Impulsgewehr, Laserkanone. So, da wir jetzt zurück zur Mordor-Station gehen und er eigentlich ein neues Level anfängt, bin ich in der Überlegung, mir diesen jetzt zu kaufen, den neuen. Boah, wie viel wir hier auch im Safe haben, ne? Wie unendlich viel Laserdingens. Da kann ich auch was verkaufen. Ja. Verkaufe ich hier nochmal. Verkaufen. Ja. Nochmal verkaufen, so dass wir jetzt wirklich, das sind, ne, 8, das sind 12 Schuss. Warte, ne, das sind sogar 16. Haha. Also jetzt 51.000 haben. Brennstoff für einen Flammenwerfer. Sollte ich mir hier nochmal einen Flammenwerfer kaufen, dann haben wir hier ein bisschen was. Energiekanone haben wir ja noch 15 Schuss. Die nehme ich doch gerne mal mit ins Inventar. Immer gern gesehen.
Mittlerweile habe ich die Waffe echt so ein bisschen lieb gewonnen. So, da das Ding 35.000 kostet. Kaufen wir uns jetzt erstmal den Anzug. Ey, ich freue mich. Anzug Level 4. Geräusche. Neuer Anzug generiert. Nice. Der Helm gefällt mir. Das ist ganz schön voll bepackt hier. Mit diesen, was sind das, Brackets? Welche Rüstungszeug da? So. Haben wir noch 16.000. Können wir, was haben wir im Inventar? Die Medipacks, dann mittleren Luftkanister, zwei Stasepacks, sehr gut. Haben wir noch zwei im Safe. Bisschen Plasma-Energie, da können wir uns was kaufen. So. So, kaufen wir nochmal 12. Das sind Impulsprojektile. So. Und Laserkanone haben wir ja eh noch genug. Und für die Energiekanone haben wir gerade Munition mitgenommen. So. Ja, nice. Neuer Anzug. Wir haben drei Energieknoten. 11.000 Credits, immer noch gut. 90 Sekunden Luft, 15 Sekunden Panzerung. Warte, 15% Panzerung und wieder mehr Platz im Inventar. Da ja meist so 2-3 Plätze dazukommen, glaube ich ja, dass es noch einen Anzug Level 5 und 6 geben wird. Mal schauen. So, ich mag diese Stelle hier nicht, weil da dieses Loch ist und da immer irgendwas rauskam. Wow! Wo kommst du denn her? Kommen die Viecher da raus? Boah, zum Glück nicht. Da muss man echt gut und gezielt schießen, dass die da nicht rauskommen. Ah, fliegt der genau noch vor dem Loch hier. Da ist Laserkanonenmunition. Wieso wird die ganze Zeit immer Munition für die Laserkanone bekommen? Das ist mir ein Rätsel. Hilfe. War das schon immer so komisch neblig hier? So. Na dann haben wir dieses Level mal wohl geschafft. Kapitel 8. Suchen und retten. Abgeschlossen. Fortschritt speichern. Jawohl. Und zwar dort. Ja. Es folgt Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Ein sehr schöner Titel, der mir richtig viel Mut macht. Scheiße. Wir sind im Frachtraum. Und Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich muss einen Aufnahmestopp machen. Nein, Scherz. Da ich Aufnahme vom letzten Mal noch fortgeführt habe, werde ich jetzt noch ein ganzes Level dranhängen. Werdet ihr gar nicht jetzt so mitkriegen, weil ihr die Dinger eh in Parts guckt, ne? Aber für mich halt. Noch anderthalb Stunden ungefähr großer Horror- und Schockmomente und Herzkasper hoch 10. Naja, gut. Wir sind auf dem Frachtraum, also im Frachtraum, also ne, Frachtraumdeck, was auch immer. Und als ich das gelesen habe, dass wir jetzt hier sind, wo wir übrigens noch nie waren, wir hatten jetzt einige Level, wo wir dann auch schon mehrmals auf den Bereichen des Schiffes waren. Hier waren wir, wie gesagt, noch nie. Es ist auch so, dass ich glaube, mich zu erinnern, dass im Spiel mehrmals gesagt wurde, dass im Frachtraum irgend so ein Riesenviech sitzt, wo es hieß, dass es doch eventuell dieser, ja, dieses hatte so einen ganz bestimmten Namen, wo die immer meinten, dass das Ding aus dem All kommt und so. Wieso fällt mir das gerade nicht ein? Oh Gott, wie hieß das?
Naja, ich werde jetzt auch nicht lange rumstehen. Isaac? Ja? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Nö. Bild ist weg. Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Aufgaben zugefügt. Militärschiff betreten. Das Militärschiff USG Vela hat die Frachtbucht der Ishimura gerammt. Es ist direkt durch die Hülle gekracht. Ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Hammond ist auch so ein bisschen so ein Vogel, ne? Das ist ein Militärschiff, hallo. Ist doch klar, dass das irgendwie bewaffnet ist. Also, ne, ist ja für ein Militärschiff jetzt nicht unbedingt, was jetzt so neuartig wäre, dass Militärschiffe besonders bewaffnet sind. Kennt man ja nicht so normalerweise. Sind die ja alle auf Handeln aus, ne? Militärschiffe kennt man ja. Nehme ich mit. So, ein bisschen Kaffee. Brauche ich nicht. Ich trinke nur Wasser. Immer diese Kaffee, Koffein, voll ungesund. Weil diese Latte Macchiato Scheiße. There is no stay out. Was? Man kann hier nicht raus. There is something about Peng. Ja, ein bisschen Peng ist immer, weil wir müssen immer dauernd rumballern. Weil so viel scheiß Viecher kommen. Hey, it's okay to be fucked up. It's okay to be gay. What are you willing to give up your life for? Das ist eine gute Frage. Nee, das ist eine Aus... Doch. Hä? Nee, ist eine Frage. Achso. Zu was bist du gewillt, dein Leben zu geben? Also halt, ob es das überhaupt wert ist, ne? Gegen diese komischen Viecher da zu kämpfen, weil man wahrscheinlich eh keine Chance hat. So, wir haben 3 Energieknoten. Und können hier so ein bisschen aufrüsten. Wir gucken mal, lohnt sich das hier? Nachladen wäre hier schneller. Die lädt wirklich ein bisschen langsam nach. Hier könnte man auf Kapazität gehen, dass halt mehr Magazin ist. Momentan sind es 10 Schüsse. Wenn wir das machen, können wir gleich nochmal auf Schaden gehen. Auch nicht schlecht. Hier wäre nichts und dann da aber nochmal Schaden. Schauen wir uns mal die Laserkanone an. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Die benutzen wir auch recht selten. Ich habe sogar schon mal überlegt, die Laserkanone zu verkaufen und irgendwie eine andere schwere Waffe zu holen. Das Impulsgewehr ist schon ganz gut aufgerüstet. Man könnte es noch schneller nach... aufrüsten, dass es schneller nachlädt, aber ich finde, es lädt nicht unbedingt langsam nach. Wir könnten hier auf Kapazität gehen. Es hat aber schon 75 Schuss. Finde ich jetzt nicht unbedingt wenig. Hier müsste man allerdings 3 Knoten investieren. Kapazität nichts und dann wieder Schaden. Hier hätte man... allerdings nichts und dann mehrmals Kapazität. Und ich würde den Schaden ganz gerne erhöhen wollen. Der geliebte Plasma-Cutter. Da könnten wir, glaube ich, wieder mal ein bisschen was reinstecken. Ich würde gerne den Schaden erhöhen. Von daher geht vielleicht hier, hier und da. Auch wenn dann gleich 3 Energieknoten weg sind. Aber den Plasma-Cutter sollte ich doch mal wieder verbessern. So, unser Rig, unsere Lebensanzeige. Ihr seht es unten links, das Symbol. Luft haben wir 90 Sekunden, das sind 1,5 Minuten, das ist ausreichend. Wir haben auch immer einen Luftkanister bei uns, also von daher eigentlich kein Problem. Wir könnten hier natürlich noch investieren, hatten mehr Luft. Da hätten wir dann, wir können auch einfach nur hier machen, da ein, dann hätten wir hier und da nochmal. Hätten wir unsere 3 investiert und dann noch mehr Trefferpunkte. Das Chinesen-Modul habe ich noch nie aufgerüstet, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil die Reichweite, klar. Ja, aber warum? Ne? Stase könnte man vielleicht sogar machen. Hätte man dann hier ein bisschen auf die Dauer, dass die Monster jetzt länger gelähmt sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass deren Zeit verlangsamt wird. Und hier nochmal, dass wir mehr Energie haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zweischneidiges Schwert. Plasma-Cutter oder Stase würde ich jetzt am liebsten aufrüsten. Ja, puh. Wir haben momentan recht viel Stase-Packs zur Verfügung. Und der Plasma-Cutter ist munitionsmäßig immer rar gesät. Von daher bin ich jetzt mal ganz hart. Und
Tempo. Wahrscheinlich, so schneller man schießen kann, wa? Aber ich mache einfach mal Schaden. So. Das war jetzt eine ganze Menge. Aber okay. Boah, ich will gar nicht. Auf dem anderen Schiff sind jetzt auch wieder unsere komischen Viecher und irgendwie nimmt das einfach kein Ende. Zum Zero-G-Erzlager. Okay. Sind wir jetzt schon auf dem anderen Schiff oder wie läuft das hier? So, geht's da lang? Da sind nur Lüfter. Da ist was. Ah. Okay, wir haben hier ein Ding, was wir öffnen können. Manchmal kommen da Monster, wenn wir das öffnen. Hilfe! Okay. Nochmal ein bisschen Credits, ist nicht schlecht. Wir waren ja letztes Mal im Shop, können wir nochmal kurz reingucken. Einfach nur, um zu kontrollieren, ob wir denn alles beisammen haben. So, Inventar. Großes Medipack, zwei mittlere. Das reicht, denke ich. Mittleren Luftkanister reicht auch. Dreimal Stasepack. Könnten wir eins in Safe tun. Plasma-Energie, 17 Schuss. Ja, vielleicht finden wir unterwegs ein bisschen was. Ein Magazin für Laserkanone plus eins in der Waffe. Pulsprojektil haben wir noch anderthalb Magazine auf Tasche. 15 auf, für Energiekanonen, nochmal 3. Da wir jetzt unseren Anzug haben, decke ich mich einfach mal ein bisschen mit Munition ein. Das kann ja nie schaden. So. Okay. Thank you.